Mit einer Beschäftigtenzahl von rund 1,1 Millionen Kolleginnen und Kollegen Beschäftigten ist die Handwerksbranche das zentrale Arbeitsfeld in NRW. Jedes vierte Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gehört zum Handwerk. Das Handwerk beschäftigt mehr als 1 Million Menschen und zählt mehr als 20.000 erfolgreiche Gesellenprüfungen und 4.000 Meisterprüfungen im Jahr. Also ich kann mir eine Zukunft ohne Handwerk überhaupt nicht mehr vorstellen an der Stelle. Ohne das Handwerk wird es die Industrie nicht geben. Weil alles, was die Industrie braucht, um produktiv zu sein, wird erstmal im Handwerk vorgefertigt. Wir haben eine Vielschichtigkeit. Wir sind unheimlich weit aufgestellt und gestreut in dem Bereich. Das geht ja bis in den Bereich Dienstleistung hinein. Kleinere Einheiten, die auch individuell sind, wo man häufig ja nicht so als Nummer untergeht, so, sondern dass man da auch mehr als Mensch auch noch gesehen wird. Und da auch ein Stück weit ein ganz anderer Zusammenhalt ist bei den Kollegen. Man macht keine Fließbandarbeit. Es ist immer abwechslungsreich. Und zumindest in dem Bereich, den ich beurteilen kann, haben wir eine qualitativ hochwertige Ausbildung auch, eine sehr individuelle Ausbildung auch. Und mir hat irgendwann mal jemand vor ganz, ganz langer Zeit gesagt, also egal wie die Fahrzeuge zukünftig aussehen, ob die fliegen, ob sie auf Schienen fahren oder wie auch immer, sie müssen gewartet und geserviced werden. Also es wird immer Hand angelegt werden müssen für Reparaturarbeiten oder ähnliches. Deswegen sehe ich also für das Handwerk eigentlich im Grunde eine goldene Zukunft. Vorausschauende und gestaltende Betriebsräte, eine faire Sozialpartnerschaft, Mitbestimmung und Tarifverträge tragen maßgeblich zum wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Erfolg im Handwerk bei. Ja, Betriebsrätin im Handwerk zu sein, ist schon sehr mühsam, weil wir sind keine riesigen Organisationen. Man steht ständig mit seinem Gesicht da. Da ist ja schon sehr nah Kontakt auch mit den Kollegen. Und dort aber aus meiner Sicht auch sehr vorteilhaft ist, weil dann kann man sich austauschen. Man weiß intensiver, was die Kollegen wollen, weil man im ständigen Austausch ist und kann danach letztendlich auch Themen ausrichten, Tarifpolitik ausrichten oder auch weiterentwickeln. Besprechen. Vor dem Hintergrund ist es für mich einfach wichtig, dass man auch ein Netzwerk aufbaut, insgesamt untereinander, um sich auch Hilfestellungen zu leisten. Ich bin stolz darauf, heute mal wieder zum x-ten Mal bei dieser IG Metall für den Handwerksbereich verantwortlich zu sein. Wir sind ja heute beim Bahnstreik der Schlosserhandwerkes hier in Emsdetten und fordern von den Arbeitgebern einen vernünftigen Tarifvertrag. Und es waren nur über 1000 Leute hier. Die Stimmung ist einfach großartig. Endlich zeigt das Schlosserhandwerk mal Begeisterung für die Tarifverhandlungen. Endlich, wenn die Schlosser mal wach, sag ich mal so. Die Arbeitgeber haben uns ja den Mandeltarif gekündigt und jetzt wird Zeit, dass sie Stärke zeigen. Auch uns in Frankfurt fällt sehr wohl auf, was ihr hier macht. Und wir stehen mit der gesamten Organisation, mit der gesamten IG Metall hinter euch. Ich bin heute hier, um die Schlosserhandwerker in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Es hat manchmal so den Eindruck, als wenn wir nur auf Metall-Elektroindustrie gucken würden. Das ist nicht so. Und deshalb bin ich heute auch hier und freue mich auch, wirklich auch persönlich unterstützen zu können. Und der Mensch ist Mittelpunkt und nicht nur Mittel, um irgendwie dazustehen, irgendwas zu verschieben, Kosten zu reduzieren, wenn es gerade passt, sondern der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und deswegen stehen wir heute hier, liebe Kolleginnen und Kollegen. NRW ist das Land der Tarifverträge. Bei der Tarifbindung liegen wir immer noch deutlich über anderen Bundesländern. Doch darauf darf man sich nicht ausruhen. Das große Problem, Fachkräfte zu kriegen, Ausbilder zu kriegen. Auszubildende sind kaum noch auf dem Markt vorhanden. Manche Betriebe in NRW bekommen nicht mal mehr eine Bewerbung auf den Tisch gelegt. Und daher wollen wir eine vernünftige Entlohnung, damit die Kollegen und Kollegen auch diesen Job in Zukunft noch machen können. Deswegen müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Denn den Kampf führt ihr, den führen wir gemeinsam und nicht irgendwo in kleinen Kämmerleins. Was wir durchsetzen, erreichen wir durch unsere gemeinsame Stärke, durch eine starke IG Metall. Also ich wünsche mir, dass auch andere Branchen jetzt mal aufs Schlosserhandwerk hier in NRW gucken, sich anschauen, wie das geht, einen Tarifvertrag zu verteidigen und auch für gute Löhne zu kämpfen. Weil das ist das, was wir, glaube ich, brauchen, über Schlosserhandwerk hinaus. Und wenn wir so zusammenstehen, wie wir das hier machen, dann gibt das auch was. Und insofern einfach mit dem Selbstbewusstsein als Handwerker, als IG Metaller, als Arbeitnehmer da reingehen und gucken, dass wir ein Stück weit, so wie wir hier sitzen, die Welt ein bisschen besser machen. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir gute Tarifverträge machen. Gerade im Handwerk, in personalintensiven Bereichen ist das ein ganz wichtiges Thema.
Tarifverträge sorgen für Fairness, sie sorgen für ein Gefühl von Gerechtigkeit, was auch in heutigen Zeiten, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt. Und deshalb, glaube ich, muss man auch mehr tun. Der erste Schritt ist sicherlich das Eintreten. Wir können es nur gemeinschaftlich schaffen. Das Solidarprinzip, anders geht's nicht. Wenn wir nur mit ein paar Männekes in der IG Metall sind im Handwerk, dann kriegen wir keine Tarifverträge hin. Die Gewerkschaft ist insofern wichtig, dass die ein großes Ganzes bildet mit all ihren Mitgliedern. Wenn ich jetzt mit 5 Leuten da stehe und sage, Chef, wir wollen mehr Geld, dann sagt er, ja gut, wollt ihr, kriegt ihr aber nicht. Und wenn ihr da jetzt noch weiter fordert, schmeiße ich euch raus. Weil dann habe ich noch andere 20 Leute, die für euch mitarbeiten. Wenn es aber 150 Leute sind, die da zusammenstehen und die alle sagen an der Stelle, Chef, wenn nicht, dann legen wir die Arbeit nieder. Also 150 Leute gleichzeitig aus dem Betrieb rauszubringen, dann kann er die Bude gleich ganz dicht machen. Was ist ein Arbeitgeber ohne seine Crew? Da zeigt sich, dass Solidarität eigentlich stark macht an der Stelle. Ich finde, das hier heute war ein großes Beispiel, was man erreicht, wenn man mit vielen zusammen ist. Und ich bin auch gerne bereit, mich mit anderen Betriebsräten zu unterhalten, wenn man gut organisiert ist, was man innerbetrieblich auch erreichen kann. Das klappt auch nur, wenn man gut organisiert ist. Also auf den Punkt gebracht, bin ich stolz, ein Handwerker zu sein und ich bin stolz, Mitglied der IG Metall zu sein. Handwerk ist top! Kollegen und Kollegen, macht mit und werdet Mitglied in der IG Metall und seid bereit, auch dafür zu kämpfen, damit ihr eine vernünftige Entlohnung kriegt und einen vernünftigen Tarifvertrag habt die nächsten Jahre. Applaus!